Gefühle nach einer nicht so guten ersten Halbzeit, haben wir dann in der zweiten zugelegt. Ein paar Chancen hatten wir leider nicht mit der letzten Konsequenz zu Ende gespielt, aber vom Gefühl her war auf jeden Fall mehr drin am Ende. Defensiv finde ich schon, dass wir echt ein gutes Spiel gemacht haben, sehr wenig zugelassen haben. Offensiv, es war schon schwierig, es war ein sehr, sehr enges Spiel. Klar, wenn wir vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen mehr Glück haben, der Pfostentreffer reingeht oder ja, einfach ein Schuss mal reingeht, dann sieht das schon anders aus. Aber ich denke, insgesamt die erste Halbzeit war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Aber die zweite Halbzeit war auf jeden Fall wieder viel besser. Und deswegen ist es in Ordnung, der Punkt. Aber für mich ist es eigentlich, also ich finde es zu wenig. Es ärgert mich sehr. Für unser Spiel war auch ein bisschen ungewöhnlich, dass wir nicht schläfrig waren, aber so ein bisschen langsam, einfach nicht in diese intensiven Läufe gekommen sind, in diese Tempowechsel, sondern eher so ein bisschen getrabt und im Dauerlauf unterwegs. Und das ja, uns zeichnet eigentlich aus, dass wir genau das eben nicht machen, dass wir aggressiv anlaufen, eklig sind. Und ja, dadurch konnte Stuttgart sich dann ein paar Mal rausspielen. Und dann wird es halt sehr anstrengend, wenn das Pressing nicht funktioniert. Ja, sehr schön. Ich warte immer darauf, dass ich spielen kann. Wenn ich dann spielen darf, dann versuche ich immer alles reinzuhauen. Bin zufrieden, aber ich könnte noch ein bisschen mutiger spielen. Aber das kommt, denke ich mal, mit der Spielpraxis auch noch dazu. Jetzt erstmal regenerieren natürlich und dann in den nächsten Tagen einfach vorbereiten aufs Spiel. Es wird ein sehr schwieriges Spiel, denke ich. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, dass wir einfach über die gesamte Spielzeit ein gutes Spiel abliefern, weil ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwierig, gegen uns Punkte zu holen. Und das müssen wir probieren reinzukriegen. Es reicht nicht jetzt wie in den letzten Wochen, dass wir immer eine Halbzeit gut, eine nicht so gut, so ein bisschen zwei Gesichter. Und da müssen wir einfach Konstanz jetzt nochmal reinkriegen, die letzten Spiele. Und dann wird es auch positiv, denke ich. Alles klar, danke dir, Anton. Danke.